Hallo und herzlich willkommen, da sind wieder der Steffen und der liebe Norman. Und wir haben eine der letzten Videos, wir sind am Tag 29 von 30. Und wir haben was ganz Tolles, weil auch das ist ganz wichtig, nämlich was passiert zwischen diesen zwei Polen, der linken und rechten Seite des Kopfes, gar nicht Gehirnhälfte, sondern wir wollen über Glaubenssätze sprechen. Und das ist ein ganz spannendes Thema und insofern haben wir mal vor langer Zeit uns darüber unterhalten und da hat Norman und mich so ein paar Fragen gestellt und die möchte ich jetzt euch auch stellen. Er fragte mich, Steffen, kannst du dir vorstellen, einen Cent auf der Straße zu finden? Ja. Kannst du dir vorstellen, 2 Cent auf der Straße zu finden? Ja. Und jetzt möchte ich bitten, bei den weiteren Zahlen einfach mal für dich selber es zu beantworten. Kannst du dir vorstellen, 5 Cent zu finden? Kannst du dir vorstellen, 10 Cent zu finden? Kannst du dir vorstellen, 20 Cent zu finden? Kannst du dir vorstellen, 50 Cent zu finden? 1 Euro? Kannst du dir vorstellen, 2 Euro zu finden? Kannst du dir vorstellen, 5 Euro zu finden? Kannst du dir vorstellen, 20 Euro zu finden? Oder kannst du dir sogar vorstellen, 50 Euro zu finden? Ich weiß nicht, oder wir wissen nicht, wo bei dir jetzt die Grenze war. Bei mir war sie damals bei 2 Euro. Natürlich hatte ich eine Erklärung dafür. Doch das Spannende ist, was Norman damals zu mir gesagt hat. Magst du es wiederholen? Sehr, sehr gern. Denn die Erklärung, die höchstwahrscheinlich 99% aller Menschen gibt, ist, ich habe maximal nur 2 gefunden in meiner Vergangenheit. Somit basieren wir die Resultate von heute und unserer Zukunft immer auf den Dingen der Vergangenheit. Und die Frage, die ich Steffen gestellt habe, war, jetzt weiß ich, beziehungsweise die Aussage, jetzt weiß ich, wo deine Grenze ist. Und das mögen wir an dich eben weitergeben. Wenn deine Grenze bei 50 Cent ist, bei 2 Euro, bei 5 Euro und du sagst, na, 10 kann ich mir nicht vorstellen. Egal, wo die Grenze ist. Nur du glaubst dann nicht mehr, dass Geld auf der Straße liegt, dass ohne etwas zu tun, du Geld bekommst. Und jetzt schlag mal die Brücke zu deiner Leidenschaft, zu deiner Vision. Viele haben die Herausforderung zu sagen, was für einen Wert habe ich? Und hier geht es ja oft im Bereich Coaching, Beratung, Consulting, geht es ja nur um mich und meine inneren Werte, meine Gedanken, die ich weitergebe. Und das fällt uns beiden unheimlich leicht. Wo wir jetzt sagen, das ist so gar nicht die klassisch harte Arbeit, die man uns früher immer verkauft hat in der Schule, in der Kindheit. Und darauf wollen wir raus. Glaubst du heute noch, dass du hart arbeiten musst, um Erfolg zu haben? Oder kann auch Arbeit hart Arbeit sein? Ein bisschen anders geschrieben, nur Herzarbeit versus harter Arbeit. Und da merkst du, glaubst du, dass du Geld auf der Straße findest? Und je nachdem, wo dein Break ist, wirst du auch in deiner Tätigkeit aktuell und deiner Leidenschaft an die Grenze kommen, wo du sagst, ja, aber gut, mehr als 80 Euro pro Stunde kann ich für mich jetzt nicht verlangen. Und wir beide verstehen das. Wir waren da, ich war da auch nach 24 Jahren selbst angestellt, macht keinen Sinn, best angestellt, wollte ich sagen. Ich habe 3 Jahre gebraucht. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um von einem normalen Angestelltengehalt hinzukommen, dass einen Vortrag, den ich halte, der eine Stunde Länge hat, ich auf einmal verdiene, und zwar mehr, als ich vorher in einem Monat wirklich harter Arbeit, Eventmanagement ist hart von den Stunden und sehr lang, dass ich in einer Stunde über das Reden, was in mir ist, mehr verdiene, als vorher in einem Monat angestellt sein. 3 Jahre hat es gedauert, um diese Brücke zu erhöhen. Und wir können jetzt in dem Call diese Brücke nicht erhöhen, aber wir wollen dich einfach mal bitten, denk mal drüber nach. Wo ist dein Glaubenssatz zu sagen, na, da glaube ich nicht mehr, das auf der Straße zu finden. So viel Geld liegt nicht auf der Straße, denn das wird definieren, was für einen Wert du dir selber gibst. Und darüber hinaus, als eine Anmerkung noch von meiner Seite, ich war mal in einem Seminar und dann wurde ich gefragt, was denn mein Stundensatz ist. Den habe ich beantwortet und dann war die Frage gestellt, das war eine Partnerübung, was glaubst du, also in dem Fall, was glaubst du, was mein Stundensatz ist? Und das Spannende an der ganzen Geschichte war, diese Person hat ihn um das Doppelte höher eingeschätzt, wie ich es damals selber hatte. Das heißt, wir haben oftmals so viel mehr in uns und die Menschen trauen uns wesentlich mehr zu, als wir uns selber zutrauen.
Und darauf wollen wir das Augenmerk legen mit dem Video, weil wir alle sind durch den Prozess. Das ist nichts, was du jetzt direkt ablegst und sagst, na gut, ab jetzt verdiene ich 1000 Euro die Stunde. Und das kommt aus mir so raus. Es muss ja authentisch rüberkommen. Und allein dieses Klarmachen, wo ist mein Break im Kopf, wo ist der Glaubenssatz zum Thema Geld, den wollen wir einfach klar machen. Und wir wünschen dir viel Spaß beim drüber nachdenken, wie viel Geld du auf der Straße finden könntest, wenn du wollen würdest. Und wir freuen uns, dich morgen in dieser schönen, illustren Runde wieder zu sehen. Und denke dran, lebe deine Berufung. Ciao.